Der VPN-Anbieter AirVPN stellt ein neues Feature bereit. Um welches Feature es sich dabei handelt und ob ich deshalb meinen VPN-Anbieter wechseln werde, das erfährst du nach dem Intro. AirVPN genießt insgesamt einen sehr guten Ruf. Die Macher von AirVPN achten auf die Privatsphäre ihrer Nutzer und es ist auch bisher kein Fall bekannt, in dem diese beeinträchtigt war. AirVPN war aber auch dafür bekannt, auf das OpenVPN-Protokoll zu setzen. Das hatte vermutlich auch gute Gründe, denn das ist ein offenes Protokoll und es ist vermutlich, was Sicherheit angeht, einfach gut abgehangen und sehr gut auditiert worden. Allerdings drängt ja seit einigen Jahren WireGuard in den Markt. WireGuard ist immer noch sehr neu, aber dafür relativ schnell. Und gerade bei hohen Internetverbindungen merkt man dann doch einen Unterschied zu OpenVPN-Verbindungen. Das war auch der Grund, warum ich zum Konkurrenzanbieter TorGuard gewechselt bin, da diese WireGuard schon länger im Einsatz haben. Jetzt hat AirVPN nachgelegt und bietet in einer öffentlichen Beta das WireGuard-Protokoll zum Testen an. Und genau das machen wir in diesem Video. Wir starten als erstes einen Speedtest mit aufgebauter OpenVPN-Verbindung. Wie man hier im Video sehen kann, geht die Geschwindigkeit nicht über die 140 Mbit pro Sekunde hinaus. Wenn ich jetzt den gleichen Test einmal mit WireGuard starte, dann habe ich die 3- bis 4-fache Geschwindigkeit. Natürlich habe ich auch noch getestet, ob es Verbesserungen bei den Latenzen gibt und da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass es da kaum Verbesserungen gibt bei WireGuard. Ich hatte zwar im Mittelwert 2 Millisekunden weniger bei WireGuard, allerdings würde ich das noch unter Messungenauigkeit sehen, da ich nur 50 Pakete verwendet habe und jetzt auch nur zu einer Zeit getestet habe. Wer jetzt noch Fragen zum Thema Sicherheit von WireGuard hat, der kann mal in die FAQs schauen, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn ihr euch einen Account kaufen möchtet und ihr das noch vor Weihnachten 2021 seht, dann schaut euch mal die Rabatte an, die es aktuell bei AirVPN gibt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich umso mehr freuen, wenn du meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich auch noch über ein zusätzliches Abo dieses Kanals.